Wieder einmal siehst du dich den effizienten, koordinierten Bewegungen der Stelle 5 gegenüberstehen. You may be the challenger, but we are the chosen. Expect no easy victory today, Watcher of Cadnua, and no mercy. Du magst der Herausforderer sein, aber wir sind die Auserwählten. Du solltest heute keinen leichten Sieg erwarten, Wächter von Cadnua, und kein Erbarmen. Dich vor ihnen verbeugen, möge der beste Gestandene gewinnen. Ich biete keine im Gegenzug dafür, dass du sonst so ruhig bist, kannst aber ganz schön viel reden. Verbeugen wir uns einfach mal. Doubtless they will. Zweifelsohne wird er das. Let us not keep the public waiting. They do so love their sport. Lassen wir die Menge nicht warten, sie liebt ihren Sport doch. Done and done. So, das heißt, wir rasten. Ado, Contender. What can I eat? Of course. Let me... Wieder die Speisekammer. Das können wir überspringen. Yay. Gut. Ich habe gerade überlegt, wie wir weitermachen. Aber ich habe ja schon eine Idee. Also erstmal opfern wir die Adra-Perle. Die Lagofet-Rasse. Oder Lagofee-Rasse. Die Wild- und unerbittlichen Lagofee stellen eine beachtenswerte Herausforderung dar, wenn man auf ein einzelnes Exemplar stößt. Und sind ein herausragender Feind als kampfbereite Rotte. Dieser Kampf erinnert... Dieser Kampf erinnert an einen von Unglück verfolgten Angriff auf eine Lagofet-Brutmutter. Und ihre bösartigen Lakaien. Herausforderer werden die Brut in einer wehrhaften vorbereiteten Stellung vorfinden. Okay. Wenn es nur eine wehrhafte vorbereitete Stellung ist, ist es jetzt nicht so das Problem. Wenn jetzt wieder irgendwelche Gemeinheiten mit Heilung oder Mutterschutz sind... Dann wird's gemein. Though they lack the spider's patience, Lagufath share the seeker's need to hunt ever, to prowl ever, to stalk and shadow. Auch wenn sie nicht die Geduld der Spinne haben, teilt Lagufath das Bedürfnis des Suchers nach ewiger Jagd, nach ewiger Suche, nach Beute, die verfolgen und beschatten. Exploit their weakness, lest your flesh feed these ravenous scavengers. Nutze ihre Schwächen aus, andernfalls werden sie sich diese gierigen Aasgeier an eurem Fleisch weiden. I take no joy in killing intelligent beasts. Let's be through with this quickly. Es bereitet mir keine Freude, intelligente Bestien zu erschlagen. Bringen wir das schnell hinter uns. Wilde Klapperschlange, wilder Lagofell, noch eine Klapperschlange und hier oben. Das ist jetzt auch hauptsächlich wilde Lagofell und die Brutmutter. What? Only 'cause I like you. Oh, die sind eingebunkert. It's not right. Oh, das ist unschön. Stand together. Moe, Ixie, Alna. Ah,
Harlow packt den Bogen aus. So, jetzt brauchen wir Erz der Wut. Ist ein Rundumschlag gewesen, gell? That's me you're hitting. These ends are in for a wallabit. Okay, ich muss sagen, die Lagofett, die fallen gerade in die Fliegen. Ja, wir führen uns noch immer im Kampf, okay, aber... Wir können die Moment nutzen, um uns zu heilen. Indeed. Oh. How may I? Yes. Of course. Ja. Schnell wieder weg. Yes. Oh, Arlof ist bewegungsunfähig. Ich? Wo ist Arlof? Achso, da ist Arlof. Okay. Du? What for, Cap? Everything hurts, savvy. Come now, step into the light. So, die Bootmutter einfach mal übernehmen. Dann können wir in Ruhe erstmal die anderen töten. So, mach doch mal wieder einen Rundumschlag. Wir sollten jetzt langsam gucken, dass wir die Brotmutter loswerden, solange die scheint immer wieder neue zu rufen. I'm stuck. Stand together. So, einer übrig. So, keiner mehr übrig. Oh, ist das eine Pike? Ah. The fury of the Lagufath brood has found its rival. Well done. Tawamuai is pleased. Die Wut der Lagufath-Brut hat ihresgleichen gefunden. Gut gemacht, Tomaura ist zufrieden. Du hast deine Gerissenheit bewiesen, Wächt, und wir erachten dich als würdig, um meinen Segen zu kämpfen. Such das Becken der Erinnerung auf, wenn du ausgeruht und bereit bist, deine Jagd fortzusetzen. Ja, ich könnte zwei Dinge jetzt machen. Entweder die Herausforderungskämpfe, also einen davon,
Oder einfach speichern und alle dreimal durchmachen. Oder ich gehe erst auf Schatzjagd. Und guck, was dabei herumkommt. An noch zwei Kämpfen. Ja, der Gefahr hin, dass es sich dadurch zieht. Ich wahrscheinlich doch erst die Schatzjagd machen. Ado, könnte. What can I? Of course. Und dann gucken, wie wir weitermachen. Also, wahrscheinlich werde ich alle drei Kämpfe einmal durchmachen. Werde aber wahrscheinlich eher den Schlechter dann favoritisieren. Weil, ja, der Typ mit seinen Bären, der war mir eigentlich am sympathischsten von den dreien. Seeker ist mir irgendwie zu anstrengend. Also fallen Seeker und Survivor eigentlich beide raus und bleibt nur noch der Slayer, der Schlechter. Das heißt, ich muss einmal nach Nikataka zu Perikis Aussichtspunkt. Und ich muss irgendwo, wo Sand ist. Ich habe da immer noch die Vermutung, dass es Pococohara ist. Weil hier ist Sand. Ich habe aber auch noch das Heiligtum der Eidbinderin, aber da komme ich direkt ins Heiligtum rein. Und laut Questtext muss es im Sand sein. Ja, der sich in einer unwirklichen Wüste an sein Leben geklammert gefunden werden kann. Also muss ich in die Wüste und nicht in irgendeinen Tempel, sonst würde das wahrscheinlich expliziter da stehen. Und Pococohara hat ein Außengebiet. Was war der Saal der Unsicht? Ach so, das Labyrinth. Das war das Labyrinth. Das Wayne-Labyrinth, ja. Hier ist keine Wüste. Krummsporn liegt auch nicht gerade in der Wüste. Nö, dann geht's nach Pococohara. Jetzt als erstes nach Pococohara. Dann auf nach Nikataka auf dem Rückweg und danach wieder zurück in den Spelztiegel. Da haben wir nämlich noch zwei Kämpfe, bevor wir uns entscheiden müssen, mit was wir dann weiterverfahren. Ja, das Vampirheim. Hey, beim Vampirheim hatte ich ja Wasser vergessen. Komm, das holen wir uns einfach. Sehe ich gerade. Da hatte ich Wasser am Anfang vergessen. Also ich hoffe mal, dass es Pococohara ist. Bei alle anderen Portmarsche. Das ist auch eine grüne Insel.
Hier ist auch nichts. Oh, es gab noch einen Ort. Hier oben. John Wick.